Mit dem Gold. Und auch am Nordpol kennt man das Wort wohl. Bei minus 30 sind dort der Eskimo. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, tumba. Oh. Mit dem Gold. Und auch am Nordpol kennt man das Wort wohl. Bei minus 30 sind doch der Eskimo. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, tumba. Hey, tumba, tumba, oh. Tumba. Liegt das eigentlich? Wann immer ich baden will, sitzt du schon in der Wanne. Wahrscheinlich an der einfachen Tatsache, dass ich früher aufstehe als du. Du hast die Absicht, das Buch im Bad zu Ende zu lesen? Wenn es interessant genug ist. Ich möchte nur feststellen, dass unsere Ehe bis zum heutigen Tag äußerst harmonisch verlaufen ist. Ja, und? Und wenn sich das ändern sollte, ist einzig und allein die Badewanne daran schuld. Die Gefahr liegt nahe. Auch in dieser Chronik soll eine einzige Badewanne gleich ein halbes Dutzend Ehen ihren Grundfesten erschüttern. Was ist denn das für ein Buch? Das Bad auf der Tenne. Wie kam das mit den Erschütterungen? Also, wenn es dich interessiert, dann hör zu. Bitte. Im Jahre 1652 führten die Einwohner des kleinen, idyllisch gelegenen Dorfes Tabrück, nahe der holländischen Grenze, ein gesundes und beschauliches Leben. Fern aller verderblichen Einflüsse städtischen Prunks arbeiteten sie fleißig an der Erweiterung ihres Wohlstandes und ihrer Familien. So lebten sie glücklich und zufrieden. Aber natürlich hatten auch sie ihre kleinen, alltäglichen Sorgen. Der Amtsdiener Jan zum Beispiel, ein ebenso zuverlässiger wie wissensdurstiger Mann, war sterblich verliebt in Steen, die Großmagd des Bürgermeisters. Auch Steen fand Gefallen an ihm und so hätte einer Heirat eigentlich nichts im Wege gestanden, wenn nicht eben Jans Wissensdurst gewesen wäre. Dieser erschöpfte sich nämlich in der Frage, ob die weiblichen Reize der Großmagd echt oder nur Vorspiegelung falscher Tatsachen sind. Sei es nun, dass die Großmagd tugendhaft oder auch nur vorsichtig war, jedenfalls beharrte sie auf dem Standpunkt, dass sie erst nach vollzogener Eheschließung dazu verpflichtet sei, gültige Beweise über ihre hervorstehenden Eigenschaften zu liefern. Demgegenüber vertrat der ebenfalls vorsichtige, wenn auch weit nicht so tugendhafte Amtsdiener die Ansicht, dass kein Mensch von ihm verlangen könne, die Katze im Sack zu kaufen. Ein weiteres Original der kleinen Gemeinde war der aus Rotterdam stammende Bildhauer Ule Sleeks. Auf seiner Wanderschaft kam er eines schönen Tages auch nach Tabrück und begegnete dort auf dem Dorfplatz seinem Schicksal. Saskia hieß sie. Und da es Liebe auf den ersten Blick war, wurde Ule Sleeks sesshaft im Dorf und hatte fortan nur einen Wunsch, den Ort seiner Begegnung mit der geliebten Saskia durch ein Denkmal zu verschönern. Und so ruhte er nicht eher, bis er vom Bürgermeister den Auftrag erhielt, eine Brunnenfigur aus edlem Holze zu schnitzen. Seine Liebe zu der schönen Saskia aber blieb geheim. Kein Mensch in Tabrück hatte eine Ahnung, wie leidenschaftlich sich die beiden liebten. Kein Mensch. Auch der Müllermeister Klaas nicht. Vater der schönen Saskia. Bis er eines Tages verdächtige Geräusche aus der Kammer seiner Tochter zu hören wähnte. Klaas war der reichste Mann im Dorf.
und von dem brennenden Ehrgeiz erfüllt, Bürgermeister zu werden. Tag und Nacht beschäftigte ihn nur dieser eine Gedanke. Auch in dieser Nacht hatte er nichts anderes im Kopf, zumindest so lange nicht, bis er die Kammer seiner Tochter betrat. Zunächst bemerkte er nichts von der verräterischen Wölbung der Bettdecke, daher betrachtete er mit väterlicher Rührung das unschuldsvolle Lächeln seines scheinbar friedlich schlafenden Kindes. Beruhigt wandte er sich wieder ab, um die Kammer zu verlassen. Doch als er gerade an der Tür war, geschah etwas Unvorhergesehenes. Oh je, dachte Klaas, meine Saskia hat sich erkältet. Er kehrte um die Tochter besser zuzudecken. Aber was musste sein fürsorgliches Auge erblicken? Als er die Decke höher zog, wurden unten ein paar unweiblich große Füße frei, die an haarigen Beinen befestigt waren. Da packte den Vater blinde Wut. Wer immer ihr seid, verlasst sofort das Bett meiner Tochter. Klaas, ich habe ehrliche Absichten. Was du bist, aus. Ja, meine Absichten sind sogar ehrlich. Ja, Vater, ich liebe ihn. Wir wollen heiraten. Den Hunger leider. Armut schändet nicht. Das könnte dir so passen, dich ins gemachte Bett zu setzen, du Herdelaufner, du Holzwurmbändiger. Raus mit dir! Oder ich zerschlage dir alle Knochen im Leibe. Das glücklichste Paar von Terbrücke war das Bürgermeisterpaar. Obwohl schon seit 5 Jahren verheiratet, lebten Hendrik und seine Frau, Antje, immer noch wie die Turteltauben in nicht enden wollenden Flitterwochen. Fast schien es, als könne nichts diesem Glück etwas anhaben. Doch da rollte das Verhängnis heran, in Form einer Badewanne. Besitzer dieses hochherrschaftlichen Reinigungsbehälters sowie des kohlrabenschwarzen Mohren war der weitgereiste Weltmann und Frauenbetörer Don Fernando de González, Statthalter seiner Majestät des Königs. Er befand sich auf dem Wege nach Terbrück, wo er den Einweihungsfeierlichkeiten der Brunnenfigur Ules Leeks beiwohnen sollte. Er kommt! Im Namen der Gemeinde Terbrück heiße ich euer Gnaden herzlich willkommen. Danke, danke. Es ist uns eine hohe Ehre, dass euer Gnaden höchstpersönlich... Schon gut, lieber Bürgermeister, aber... ich bin leider sehr eilig. Wir können mit der Enthüllung sofort beginnen. Es ist alles vorbereitet. Bedauerlich, ich muss leider unverzüglich weiterfahren. Ja, wir wollen euer Gnaden denn nicht... Unmöglich. Das ist leider ganz unmöglich. Ich erfahre soeben, dass meine Anwesenheit in Amsterdam dringend erforderlich ist. Die armen Rosse, euer Gnaden, müssen doch getränkt werden. Währenddessen können wir ganz schnell feierlich enthüllen. Wir sind schon getränkt. Schade. Dann darf ich euer Gnaden wenigstens bitten, die Enthüllungsurkunde zu unterzeichnen. Ach so, ja, das muss ich ja tun. Dazu bin ich ja hier. Wo ist sie? Bitte. Auf dieses Kleefeld. Meine Frau ist hier geboren, auf diesem Kleefeld. Ach, meine Frau? Jawohl, meine Frau. Darf ich euch einen Trunk anbieten? Gern. Danke. Wenn ich so eure enttäuschten Gesichter sehe, dann frage ich mich, ob ich es euch antun kann, gleich wieder wegzufahren. Und da sagt mir mein Gewissen,
Es wäre einfach unverzeihlich, wenn ich eurer Festivität fernbleiben würde. Ja, und die Geschäfte in Amsterdam? Die müssen eben warten. Die Kunst des Lebens besteht darin, die Dinge so zu dosieren, dass jeder auf seine Kosten kommt. Wiebert, wiebert! Es lebe der Statthalter! Können wir jetzt enthüllen? Nicht so stürmisch, lieber Freund. Ich muss mich erst ein wenig erfrischen. Fangt doch schon an mit der Zeremonie, Bürgermeister. Sehr wohl, Herr Leutnant. Das Balkonzimmer steht zu eurer Verfügung. Danke, danke. Bombolo! Die Wanne! Da? Eine Badewanne. Kennt ihr das nicht? Nein. Da ist euch viel Schönes im Leben entgangen. Was macht man denn damit? Das will ich euch gerne zeigen, wenn ihr mich begleiten wollt. Bürger und Bürgerinnen von Terbrück, erstmalig in der Geschichte unserer Gemeinde wird der Dorfplatz durch eine Brunnenfigur verschönt. Sie stammt aus den Händen unseres Ole Slegs, dem wir Gelegenheit gegeben haben, sich und seine Kunst hier bei uns zu entfalten. Und so freuen wir uns mit ihm über die Ehre, dass der Statthalter persönlich der Enthüllung beiwohnt. In wenigen Minuten beiwohnen wird. Liebe der Statthalter! Oh! Ihr habt die richtige Haare. Wenn ihr euch davon überzeugen wollt. Ich habe es gern, wenn zarte Hände in meinen Haaren kraulen. Kommt, wir müssen jetzt gehen. Bleib doch, schöne Frau. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich wollte euch doch zeigen, wozu so eine Wanne gut ist. Da seht, in diesem Flakon sind die kostbarsten Düfte des Orients. Badeöl, Duftwasser, die labenden Würzen des Bades. Das Bad ist fertig. Ein Feuerwerk für die Sinne, so ein Duftbad. Das Blut wallt und die Haut blüht. Ein Frühlingstraum fürs Herz. Schöne Frau Antje, wollt ihr es nicht versuchen? Lieber nicht. Bleib doch noch. Ein Bad ohne Gesellschaft ist wie ein Kuchen ohne Rosinen. Das schickt sich wohl nicht. Wir wollen doch nur ein wenig plaudern. Wer weiß, wann jemals wieder die Gelegenheit so günstig ist. Bürger und Bürgerinnen von Terbrück, wir wissen alle noch nicht, wie reichlich die Muse unseren Ole Slegs geküsst hat. Wenn in seiner Werkstatt nächtelang das Licht brannte, keiner von uns hat sein Kunstwerk bisher gesehen. Aber jetzt ist der feierliche Augenblick gekommen. Und hiermit enthülle ich... Halt! Was ist los? Die Figur kann unmöglich enthüllt werden. Warum denn? Zeugdeckel! Eine Schamlosigkeit sondergleichen. Oben nichts und unten nichts. Liebe Mitbürger, aus Gründen, die wir nicht näher angeben können, sind wir leider gezwungen, die Enthüllung der Figur auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Liebe Mitbürger, geht ruhig und geordnet an eure Arbeit, damit keine Panik entsteht. Was ist denn los? Von diesem Kerl habe ich nichts anderes erwartet, was er nicht voraussagen könnte. Glück, dass der Statthalter nichts gesehen hat. Ah! Bene, benissimo. Das Leben ist schön. Schön wie ihr, Frau Antje. Aber wer in Terbrück weiß, diese Schönheit zu würdigen? Macht euch lustig über mich. Nicht noch. Schöne Frau Antje.
Ihr gehört in eine Stadt, wo ihr jeden Tag so ein Luftbad nehmen könnt. Habt ihr nicht Lust, mit mir zu kommen? Mich auf meinen Reisen zu begleiten? Paris, London, Madrid, Wien. Ich kann doch hier nicht weg. Dann müsst ihr mir wenigstens versprechen, mich einmal in der Stadt zu besuchen. Wollt ihr das? Es gibt dort Vergnügungen, von denen ihr hier keine Ahnung habt. Überlegt es euch, schöne Antje. Ihr braucht nur Ja zu sagen und habt den Himmel auf Erden. Jetzt sagt mir, was einer Figur anstößig sein soll. Da plagt man sich um edle Proportionen, vorn und hinten. Was versteht ihr schon von Kunst? So sehr ich deine Kunst bewundere, Ole, wirklich bewundere. Ich fürchte, wir werden uns hier nicht durchsetzen. Die Figur kann unmöglich aufgestellt werden. Und warum nicht? Bedenke, der Brunnen liegt am Schulweg. Keinen roten Heller kriegst du für dieses Machwerk. Ich bin zwar ein armer Schluck, aber ich verzichte auf die 50 Gulden. Mir kommt es nur darauf an, dass die Figur auf dem Brunnen steht, so wie es ausgemacht war. Auf die es ankommt, interessiert uns gar nicht. Ach, wenn ich hier kein Recht bekomme, werde ich mich beim Statthalter beschweren. Da hast du uns was Schönes eingebrockt. Wieso ich? Na, du hast doch Ule den Auftrag gegeben. Aber mit eurem Einverständnis. Aber nicht mit meinem. Wir waren doch alle der Ansicht, dass man dem Ole nicht in sein Handwerk hineinpfuschen soll. Dass man ihm völlig freie Hand lässt. Ja, Hendrik, aber welcher anständige Christenmensch kommt denn auf die Idee, dass er so eine Frau auf unseren Brunnen stellt? Ein nacktes Frauenzimmer. Glaubt ihr tatsächlich, dass es zum Statthalter gegangen ist? Möglich ist es. Ich bin dein Freund, das weißt du. Aber eins steht fest, wenn man uns zwingen sollte, diese Figur aufzustellen, dann bist du die längste Zeit Bürgermeister gewesen. Was ist deine Meinung? Ich fürchte, ich muss ihm recht geben. Und du? Ich auch, Hendrik. Und du? Ich auch. Im Interesse der öffentlichen Moral. Was ist denn das? Ein Zeichen des Himmels. Was ist denn da oben los? Ule weint sich beim Statthalter aus. Sag mal, Antje, woher kommt denn diese Sintflut? Der Statthalter badet. Badet? Er planscht in einer Wanne und das ganze Zimmer duftet nach Rosen. Ah, das tut gut. Das Schrubben macht auch Spaß. Wie das Polieren einer Holzfigur. Habt ihr die eure auch so fleißig malträtiert? Oh, noch viel mehr. Und was ist nun der Lohn, dass sie nicht aufgestellt wird? Warum nicht? Angeblich aus moralischen Gründen. Ist sie nackt? Wie euer Gnaden. Schön? Noch schöner. Hier nun, es ist zwar längst nicht alles Akt, was nackt, doch wenn die Plastik weiblich, ist sie in jedem Fall Kunst. Oh, ihr versteht mich, euer Gnaden. Aber wie soll man das dem Gemeinderat beibringen? Habt keine Sorge, Meister, sie kommt an ihren Platz. Oh, euer Gnaden! Ja, halt, halt, ich bin nicht aus Holz. Wenn der Ule den Statthalter rumkriegt, ist es aus mit mir. Der Klaas wird mich stürzen. Soll ich versuchen, Don Fernando umzustimmen? Auf dich wird er gerade hören. Vielleicht hört er. Weiß man? Außerdem will er ja gleich weiterfahren. Nein, das hat er sich schon überlegt. Wieso? Er will über Nacht hierbleiben und ein Fest geben. Was? Hm? Wirklich? Ja, dabei könnte sich eine Gelegenheit ergeben. Das meine ich auch. Also, Antje, wenn dir das gelingt. Ich will mir Mühe geben. Wohin gehst du? Lass Don Fernando das Bett in der Kammer richten. Antje, in der Kammer einen so hohen Gast? Ja, wo denn sonst? Im Schlafzimmer natürlich. In unserem Ehebett? Antje, es ist doch nur für eine Nacht. Was ist denn dabei? Und wo schlafen wir? In der Kammer. Schau, Antje, wenn man von jemand etwas will, darf man sich nicht zieren. Da musst auch du mal ein Opfer bringen. Thank you.
Fiesta. Das ist ein Volksfest. Wie urwüchsig ist dieser Tanz. Mir kribbelt's förmlich in den Beinen. Tanz doch auch mal, wenn es euch so gefällt. Leider beherrsche ich diesen Tanz nicht. Und meine Antje will ihn euch schon beibringen. Ja, wirklich? Es soll mir ein Vergnügen sein. Heiligste Pflicht und Schuldigkeit herauszufinden, wer für diese schamlose Brunnenfigur Modell gestanden hat. So Modell? Aber auswendig hat der Uhle die nicht modelliert. Stimmt nicht. Der Obergauner. Das Kreuz. Das ist ein böses Omen. Ach Quatsch. Das höre ich jede Nacht. Aber hier ruft noch seine Weibchen. Die Figur wird aufgestellt. Don Fernando hat es mir versprochen. Wie hast du das nur fertig gebracht? Ganz einfach. Ich bin rein, habe gar nicht lange gefackelt, habe ihm gründlich den Kopf gewaschen und habe gesagt, Don Fernando, mit mir nicht. Mit jedem anderen kann man das vielleicht machen, aber nicht mit mir. Das hast du gesagt? Ja, und ihn dabei nicht aus der Pupille gelassen. Uhle. Dann ist er aufgestanden, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Uhle, ist gemacht. Das Ding wird aufgestellt. Oh, Uhle. Dann werde ich also am Rande des Brunnens stehen. So, wie nur du mich kennst. So wird es sein. Deine Anmut wird die Jahrtausende überdauern. Und die Fachleute aller Länder werden sagen, seht, das ist Kunst schlechthin. Hier hat die Liebe den Meißel geführt. Die Liebe des Ules Lex zu seiner bezaubernden, unbekannten Geliebten. Muss man ja zugeben. Gut gewachsen ist diese Person. Trotz aller Schamlosigkeit. Ja, das stimmt. Na, seht euch denn gar kein Licht auf? Du meinst die Antje? Ich meine. Ich frage nur, hat noch jemand in der Brücke so eine Figur? Leider werden wir die Antje nie so zu sehen kriegen. Ich sage leider, weil wir sonst kein Protokoll aufnehmen können. Was haben denn eure Männer erzählt? Als Gemeinderäte müssen sie die Figur doch gesehen haben. Meiner sagt, es sei eine Frauensfigur, wie Gott sie geschaffen hat. Was, Pudelnacki? Ja. War sie wenigstens schön? Klaas konnte es nicht so genau sehen. Dein Mann stand doch vor ihm. Und was hat deiner gesehen? Na, nichts, der ist ja viel zu schüchtern. Meiner wusste noch nicht mal, ob sie männlich oder weiblich ist. Mein Mann hat alles gesehen und er fand sie scheußlich. Nein. Ja, aber Olaf ist auch sehr verwöhnt. Thank you.
Das tut gut. Ihr habt eine Art zu tanzen, die ich noch nie erlebt habe. Wie kommt das? Das liegt an euch. An mir? Oh, Antje, wie wenig ihr euch kennt. In eurem zarten Körper ist so viel Glut, die geschürt werden will. Aber hier, in der Brücke, geht sie aus. Da das ihr einen Menschen entzündet, der euch unendlich liebt. Hört auf, sonst glaube ich's noch. Ule! Ja? Hast du bei dem Böller was bemerkt? Wieso? Als der Schuss losging, da ist doch die Stina erschrocken. Ja, und? Da hast du sie aufgefangen. Ja. Ja, hast du dabei nichts bemerkt? Was hätte ich denn merken sollen? War das alles echt? Ich muss es wissen. Warum? Willst du sie heiraten? Ja. Dann erfährst du es ja sowieso. Aber zu spät. Ja, also, wenn du mich fragst, mit Bestimmtheit kann ich es dir nicht sagen. Schade. Es tut mir leid, Hendrik, dass du meinetwegen Scherereien mit dem Gemeinderat hast. Ja, das wird schon alles in Ordnung gehen, Ole. Auch wenn die Figur aufgestellt wird? Na, das steht noch lange nicht fest. Doch, der Statthalter hat es mir versprochen. Er will morgen den Schiedsspruch verkünden. Ach, morgen, da liegt ja noch eine ganze Nacht dazwischen. Bis dahin kann sich manches ändern. Glaubst du? Wo ist der überhaupt? Bei mir! Jetzt darf man ihn nicht stören. Sicher denkt er gerade über den Schiedsspruch nach. Ule, ich möchte dir einen Vorschlag machen. Du sollst dein Geld kriegen. Aber nicht von der Gemeinde, von mir. Das ist sehr gut gemeint von dir, Hendrik, aber du weißt doch, ich will die Figur aufstellen. Ja, das kannst du ja. Aber muss es denn gerade auf dem Brunnen sein? Wo denn sonst? Zum Beispiel in meinem Haus. Was soll sie denn da? Sie könnte doch meine Diele verschönern. Wir wollen dem Statthalter nicht vorgreifen, Hendrik. Machen wir es von seinem Schiedsspruch abhängig. Ja, wie du meinst. Jedenfalls freut es mich, dass dir die Figur so gut gefällt. Aber um allen gerecht zu werden, verkünde ich folgende Entscheidung. Die Brunnenfigur wird aufgestellt. Um aber dem natürlichen Schamgefühl der hier versammelten Gemeinderäte Rechnung zu tragen, soll doch der Künstler diesen Stein des Anstoßes an den einschlägigen Stellen mit etwas Eichenlaub, einem Spruchband oder dem Gemeindewappen versehen. Euer Gnaden, in 8 Tagen komme ich wieder, um dann die züchtig bekleidete Statue feierlich zu enthüllen. Die Höflichkeit gebietet es, dass ich mich bei der Frau Bürgermeisterin für die mir erwiesene großzügige Gastfreundschaft bedanke. In 8 Tagen bin ich wieder bei euch. Bis dahin habt ihr Gelegenheit, darüber nachzudenken. Sprecht nicht weiter, Don Fernando. Überlegt es euch, Frau Antje, aber nehmt mir nicht die Hoffnung, dass ihr mich dann endlich erhören werdet. Ich komme trotzdem zurück. Addio, addio, wir wünschen gute Fahrt. Addio, addio, wir wünschen gute Und dem Ule ist aufgeholfen. Sag mal, war das deine Idee mit der Bekleidung für die Figur? Nein. Wie hast du das denn fertiggebracht, das Don Fernando? Ich habe gar nichts fertiggebracht. Aber du hast ihm doch mal eine heikle Lage geschildert. Nein, Hendrik, von dir war überhaupt nicht die Rede. Ja, worüber habt ihr euch denn die ganze Nacht unterhalten? Er hat mir von seinen Reisen erzählt. Paris, London, Wien, Madrid.
Und zum Abschied hat er mir dann die Badewanne geschenkt. Wozu? Zum Baden natürlich. Antje, du weißt, du kannst machen, was du willst. Aber baden, das schlagt dir bitte aus dem Kopf. Ja, warum denn? Weil wir anständige Leute sind. Ein Christenmensch ist doch kein Karpfen. Man wäscht sich, wenn es unbedingt nötig ist. So war es bisher bei uns und so bleibt es auch. Ich weiß gar nicht, was du daran auszusetzen hast. Antje, ich erkenne dich nicht wieder. Ja, ich dich auch nicht, Hendrik. Also ein für alle Mal, ich verbiete dir zu baden. Mit welchem Recht? In meiner Eigenschaft als Bürgermeister. Ach, als ob denen das was anginge. Dann verbiete ich es dir als Ehemann. In meinem Hause wird nicht gebadet. Und damit basta. Also schön. Dann bade ich eben auf der Kenne. Die Bürgermeisterin badet. Wo denn? Oben auf der Tenne. Woher weißt du das? Ich habe die Badewanne selber auftragen müssen. Das ist ja der Gipfel der Schamlosigkeit. Aber wenn eine schon Modell steht, dann schreckt sie auch vom Baden nicht zurück. Das wäre eine Gelegenheit, dich zu überzeugen, ob sie auch wirklich Modell gestanden hat. Meinst du? Ja, man müsste sich überzeugen. Das kann man doch niemandem zumuten. Wenn es schon sein muss... Ich bin bereit, mich zu opfern. Da ein Zeuge nicht genügt, werde ich wohl mitgehen müssen. Warum denn gerade du? Ja, das möchte ich auch wissen. Ich finde, die Angelegenheit ist von so weittragender Bedeutung, dass der Gemeinderat geschlossen hingehen muss. Na, wie er meint. Ich schlage nur vor, in Anbetracht der Peinlichkeit dieser Besichtigung, unsere Diäten zu verdoppeln. Das können wir jederzeit vor der Gemeinde vertreten. Ja, natürlich. Ach, lass mich zufrieden mit dem Zeug. Es müsste schön sein, auch mal so zu baden. Das fängst du auch schon an. Alles fertig? Ja, Frau Antje. Dann lass mich jetzt allein. Auf der Tenne los. Die Antje badet. So, und die Männer gucken zu. Na, das wird die Frauen dieser Halunken bestimmt sehr interessieren. Die Antje badet und eure Männer sehen zu. Da oben auf der Tenne. Die Antje das Modell oder nicht? Natürlich. Ganz klarer Fall. Oh.
meine Nase. Die Frauen kommen. Vergib dich, Stefan. Wieso? Paragraph 34 sagt, wer Amtspersonen bei der Ausübung ihrer Amtshandlungen behindert oder sie gar täglich angreift, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 6 Monaten bestraft. So, was hat das mit Amtshandlungen zu tun, die Hand hier zu beglotzen? War keine Beglotzung, eine Besichtigung. Wir haben sie nur mit den Augen des Gesetzes gesehen. Nicht als Männer, sondern als Beamte. Jawohl. Und das ist ein Unterschied. Jawohl. Das hast du von deiner Baderei. Alle Gemeinderäte haben dir dabei zugesehen. Darauf kannst du mir doch keinen Vorwurf machen. Wen denn sonst? Mit deinen Gemeinderäten. Ha, eine saubere Gesellschaft. Sie haben dich amtlich besichtigt, behaupten sie. Und das glaubst du? Nein, aber ich kann Ihnen das Gegenteil nicht beweisen. Vielleicht kann ich es. Außerdem behaupten sie, dass du Ules Modell warst. Ich? Ja, damit will der Klaas mich unmöglich machen. Brav. Gut, dass ich dich allein treffe, Saskia. Kann ich dich mal sprechen? Ja, Bürgermeister. Du weißt, dass ich dich immer schon gut leiden konnte. Ja. Und den Ule auch. Ja, Hendrik. Saskia, ich weiß, dass ihr euch liebt und gerne heiraten möchtet. Oh ja. Ja, ich weiß aber auch, dass dein Vater nie und nimmer seine Einwilligung dazu geben wird. Nein, bestimmt nicht. Ja, es sei denn, wir zwingen ihn dazu. Aber wie? Pass mal auf. Wenn du deinem Vater die Wahrheit sagst, dass du dem Ule Modell gestanden hast, dann bleibt ihm nichts weiter übrig, als euch zu verheiraten. Und damit ist euch geholfen und mir auch. Was sagst du dazu? Wenn ich ihm das gestehe, schlägt er mich tot. Darauf kannst du dich verlassen. Sag, Hendrik. Na, warst du das Modell? Nein, Vater. Also. Was sagst du nun, Hendrik? Nicht so sparsam mit dem Ruhm, damit es auch richtig abfährt. Wer soll denn überhaupt angeschwärzt werden? Unsere saufen Herren Gemeinderäte. Aber die haben doch schon alles gesehen. Eben. Wenn sie jetzt trotzdem wiederkommen, dann können sie hinterher nicht behaupten, dass es von Amts wegen war. Es wäre mir aber gar nicht recht, dass der Jan dich nochmal so sieht. Das wird er auch nicht. Denn diesmal steigst du in die Wanne. Was? Ich? Ja. Nein, also das kannst du nicht von mir verlangen. Warum denn nicht? Weil ich mich nicht beglotzen lasse. Von niemandem. Es wird sich doch niemand sehen, Steve. Ja, dann braucht ja auch niemand zu baden. Doch, man muss es doch plätschern hören. Warum badest du nicht? Weil ich jetzt was anderes vorhabe. Und nachdem der Gemeinderat amtlich festgestellt hat, dass die Frau des Bürgermeisters im Naturzustand mit der Brunnenfigur identisch ist, wird Hendrik hiermit aufgefordert, sein Amt als Bürgermeister unaufgefordert niederzulegen. Unterschreib jetzt. Es ist wieder soweit. Was? Die Bürgermeisterin badet. Gehen wir. Wohin? Zur Tenne. Was wollen wir denn da? Gibt doch gar keinen Grund. Unterschreib jetzt. Einen Augenblick. Was hast du denn? Bevor ich unterschreibe, möchte ich mich doch noch mal vergewissern, ob ich auch richtig gesehen habe. Du hast richtig gesehen. Na, was ist denn?
Klaas, wir können uns doch alle geirrt haben. Du hast dich nicht geirrt. Das sagst du, aber mein Gewissen kann nur ich selbst beruhigen. Was gibt's denn da noch zu beruhigen? Ja, immerhin handelt es sich um einen schwerwiegenden Beschluss. Man darf den Stab nicht über einen Menschen brechen, bevor man seiner Sache nicht vollkommen sicher ist. Ihr könnt doch nicht ein zweites Mal. Doch, wir müssen sogar, um jeden Irrtum auszuschalten. Aber was sag ich euch? Diäten kriegt ihr diesmal keine. Dann müssen wir eben umsonst gehen. Die Sache ist einfach zu wichtig. Jan? Ja? Wo gehst du hin? Ich wollte gerade die Kühe füttern. Die schlafen ja schon längst. Warte einen Augenblick. Da schlagt die Butter. Muss das gerade jetzt sein? Ja, ich muss weg. Wohin denn? Auf die Tenne. Wozu? Baden. Was, du? Ja, statt der Antje. Dass du mir aber nicht nachsteigst. Ja? Komm, hilf mir Wein abziehen. Das geht nicht, ich muss jetzt Butter schlagen. Ach, das hat Zeit, wir brauchen Wein. Ich habe die Gemeinderäte für heute Abend eingeladen. Komm. Ach, Steve, nur einmal in so einem Duftwasserbad. Du tust doch, wenn es dir Spaß macht. Wieso? Die Antje hat sich's überlegt, und wo doch das Bad schon fertig ist. Und du wirst mich nicht verraten? Ja, ich werde mich hüten. Au, fein. Sehen kann mich ja niemand. Bestimmt weil sie glauben, dass ich in der Wanne sitze. Da sitzt aber heute die Steen drin. Bleib doch hier! Sie werden gleich kommen. Hendrik hat sie zum Abendshoppen eingeladen. Einer von euch noch zweifelt? Nein, Antje war das Modell. Das steht fest. Was ich euch immer gesagt habe. Und jetzt auf zu Hendrik. Bürgermeister, lass mich raus. Was hast du denn? Die Steen badet auf der Tenne. Alle sehen ihr zu, nur ausgerechnet ich nicht. Was? Hört ihr diese verfluchte Baderei noch immer nicht auf? Damit werde ich aber jetzt aufräumen. Wart, Bürgermeister, ich helfe dir dabei. Du bleibst hier. Das ist nichts für Junggesellen. Holde Weiblichkeit. Ja, wieso seid ihr denn hier? Antje hat uns eingeladen. Uns hat der Hendrik eingeladen. Ah. Ja. Das ist ja großartig, da können wir gleich unsere Angelegenheiten bereinigen. Jawohl, das können wir. Und sehr gut, dass ihr dabei seid. Wo kommt ihr denn her? Von einer Sitzung. Und wo war diese Sitzung? Bei Klaas.
Jawohl, bei mir in der Mühle. Bei ihm in der Mühle. Dann müsstet ihr doch eigentlich weiß sein. Wieso bist du denn hier? Wo soll ich denn sonst sein? Dreh dich um, du Depp, du bist ja ganz schwarz. Ja, du ja auch. Nun, braucht ihr noch mehr Beweise? Nein, das reicht. Wir haben genug gesehen. Mehr kann ich euch auch nicht bieten. Das sind also die Hüter der öffentlichen Moral. Die Herren Gemeinderäte, die meinen Mann zwingen wollten, zurückzutreten. Den einzig Anständigen im ganzen Dorf. Was eure Männer getan haben, durch Ritzen und Astlöcher gucken. Das würde mein Hendrik niemals tun. Wie seht ihr denn aus? Was habt ihr denn? Seid ihr alle verrückt geworden? Na, Antje, was sagst du jetzt? Wasch dir dein Gesicht, ich will dich nicht mehr sehen. Wo kommst du denn her? Aus dem Keller. Du warst nicht auf der Tenne? Nein, Steen, ich schwöre es. Antje, du mach doch auf, was soll denn das? Mach ruhig auf der Tenne. Vielleicht findest du doch was Hübsches. Antje, nun lass dir doch erklären. Ich bin auf deine Erklärung nicht neugierig. Aber sei doch vernünftig. Ich bin vernünftig. Also, Antje, lass mich jetzt rein. Antje! Wirklich nicht schön von dir, Bürgermeister. Mich sperrst du ein und du selber gehst drauf. Ich wollte mich nur überzeugen, ob es stimmt, was du mir gesagt hast. Na und? Was hast du gesehen? Wie ist die Steen? Ich habe nichts gesehen. Als ich kam, war alles schon vorbei. Also wieder nichts. Hörst du, Jan? Wir sind heute Nacht nicht die Einzigen, die Liebeskummer haben. An deiner Stelle würde eine Verordnung herausgeben, dass aus der Wanne nur noch getrunken werden darf. Nur noch getrunken, jawohl. Es wird jetzt nur noch getrunken. Hey, Lars! Halt was heil! Auf was geht's denn? Auf den Kauz. Hat er nicht schon Zeit?
Halt mal. Wo willst du denn hin? Ich muss sie, Saskia, warnen. Aber Schweigepflicht. Du, mein stilles Tal. Saskia! Ist einfach nicht fertig, die Figur mit Spruchbändern zu verschandeln. Halt mal. Oh, mich packt das nackte Grauen. Bitte. Das. Oh, die stimmen doch alle im Text nicht. Nimm das mal. Ja. Die Farbe. Die Farbe ist unmöglich. Dieser Don Fernando ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Wie wär's damit? Danke. Ja, wer versteht in Terbrück schon Latein? Außerdem ist das auch viel zu unanständig. Weg. Naja, das verdeckt immer nur die Hälfte. Ach, nimm doch einfach einen frischen grünen Zweig mit Blättern. Ja, und was ist im Herbst? Wieso? Ach so. Guten Morgen, Klaas. Na? Schon was geschossen? Ach, kümmere dich um deine Angelegenheit. Gut. Du warst gestern auf der Tenne, ne? Ja. Wie sieht sie denn aus? Gut. War das alles echt? Glaub schon. Da hat die Steen also... Wieso die Steen? Es war die Nele. Die Nele? Dann werde ich es wohl nie erfahren. Ärgere dich nicht mehr. Denk nicht mehr an die Figur. Ach, Saskia, wenn ich dich nicht hätte. Wer ist da? Klaas. Na auf. Ein bisschen Schrank. Ich komm schon. Morgen, Klaas. Schön von dir, dass du mich auch mal besuchst. Ja. Nur gerade jetzt kommst du mir etwas ungelegen. Wieso? Ich bin mitten in der Arbeit. Na, lass dich nicht stören. Sagst du so einfach. Kannst du arbeiten, wenn dir jemand auf die Finger schaut? Ich schon. Willst du nicht ablegen? Oder wolltest du sowieso gleich gehen? Das kommt ganz darauf an. Mach mal auf. Ja, gern. Ja, wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel hingetan habe. Der steckt ja. Tatsächlich. Wieso konnte ich den übersehen? Du mach schon auf. Klaas, ich muss dir etwas gestehen. Ja, das kann ich mir denken. Du wolltest mir etwas gestehen. Ja, die Kleider da drin sind noch nicht ganz bezahlt. Was ist hier drin? Die kannst du nicht aufmachen. Wieso nicht? Da stinkt's zum Himmel. Da hat neulich die Katze drin gejunkt.
noch nicht gemacht. Na, Klaas, willst du jetzt auch noch wissen, was da drin ist? Ja. Darauf bin ich nicht mehr neugierig. Ich habe mich also diesmal umsonst verdächtigt. Bestimmt, Klaas. Aber da ich gerade hier bin, kann ich dir auch reinen Wein einschenken. Hat das nicht Zeit bis morgen? Warum? Weil es schon spät ist. Was ich dir zu sagen habe, das dauert nicht lange. Im Ort, da ist man der Meinung, dass für seine Figur da jemand Modell gestanden haben müsste. Stimmt das? Ja und nein, nicht unbedingt. Eine Ähnlichkeit ist nicht genau festzustellen. Zum Glück nicht. Wieso? Ja, das könnte jede sein, wenn man genau hinsieht. Eben, dann könnte das doch auch Antje sein. Ja, die auch. Hm. Und deine Frau auch. Nein, bestimmt nicht. Leider nicht. Ich meine rein äußerlich. Ja, da äußerlich nicht. Klaas, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe dir nicht mehr viel zu sagen. Dann mach schnell. Warum? Ja, es wird schon hell. Ich bin ja gleich fertig. Du brauchst es ja nicht gleich im ganzen Ort herum zu posaunen. Aber so nach und nach müsstest du es durchsickern lassen, dass das da Antje ist. Gut, ich werde es mir überlegen. Du hast mich verstanden? Vollkommen. Dann könnte nämlich auch die Figur so aufgestellt werden, wie sie ist. Ich meine, ohne Spruchbänder und so. Ich persönlich würde mich vom Statthalter dafür einsetzen. Das wäre schön. Ja? Über Saskia können wir dann auch noch mal reden. Wenn sie noch am Leben ist. Wieso? Ja, nur so. Du ahnst nicht, wie schnell das geht? Ja, leider. Ein paar Tage wirst du aber aushalten. Ja, ich schon. Bis der Statthalter kommt. Ja. Überlegst dir. Ja. Willst du schon gehen? Ja, warum? Ja, ich komm gut nach Hause. Du, armes Kind. Ich muss unbedingt noch vor meinem Vater zu Hause sein. Ja. Du, oh, du, wie willst du das machen? Komm, lass mich hinunter. Ja, vorsichtig. Mit dir anfangen. Klaas, und wenn du mich totschlägst, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss furchtbar betrunken gewesen sein. Was? Das auch noch? In betrunkenem Zustand? Mein armes Kind. Klaas, es tut mir furchtbar leid. Ja, jetzt! Das hättest du ja früher überlegen müssen. Ach, Klaas.
versetz dich in meine Lage. Ich bin immerhin Saskias Vater. Und leider auch dein Freund. Das Schlimmste ist, du weißt es. Ich bedenke, was da passieren kann, wenn diese Sache herauskommt. Muss es denn herauskommen, wenn du nicht sagst? Schrei doch nicht, Kindlich. Wir leben in Teerbrück. Die hat die Wände Ohren. Weil ein Mann in deiner Stellung wiegt alles doppelt schwer. Das Klügste ist, du trittst zurück. Freiwillig, bevor die anderen dich dazu zwingen. Niemand kann mich dazu zwingen. Außer dir. Das weißt du selbst. Jetzt hast du mich da, wo du mich haben wolltest. Geh mal schön nach Hause. In einer halben Stunde, da komme ich und hole die schriftliche Rücktrittserklärung. Ich hoffe, du überlegst es dir nicht. Sonst müsste deine Frau dir beibringen, dass das für dich die einzig richtige Lösung ist. Ja, habe ich verstanden. Meine Ehe ist mir wichtiger. Du kriegst deine Erklärung. Wollen wir uns wieder vertragen? Ach, Antje. Was ist denn das? Oh. Rücktrittserklärung? Wie kommst du denn darauf? Antje, ich habe es mir überlegt. Die ganzen Aufregungen in der letzten Zeit, das kommt nur von meiner Überlastung im Amt. Schau, Antje, ist es nicht viel schöner, ich habe damit nichts mehr zu tun, dann hätte ich auch viel mehr Zeit für dich. Was ist das für ein Unsinn? Du hast doch bisher auch genug Zeit für mich gehabt. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Zurücktreten? Nur damit der Klaas sich ins Fäustchen lacht? Schönen guten Morgen. Ja. Gut geschlafen? Danke, recht gut. Das ist schön. Bist du fertig? Einen Augenblick noch. Willst du dich nicht setzen? Ja, es ist schon dauert. Was nicht so lange dauert. Eine kleine Amtshandlung. Bitte? Lasst euch nicht stören. Es ist nicht zu fassen. Das hat der Hendrik ihm geglaubt. Einem Betrunkenen kannst du doch alles einreden. Ich muss schon sagen, dein Vater ist ja ein tolles Kind. Dem armen Hendrik wird ja ein Stein vom Herzen fallen, wenn ich ihm die Wahrheit erzähle. Du gehst am besten hinten herum, hältst Antje in der Küche auf, bis er sich von seiner ersten Freude erholt hat. Ich glaube, es ist das Beste, wir klären deine Frau auf. Warte doch, Klaas. Aufklären? Vorüber. Frau Antje, die Saskia möchte dich sprechen. Meine Tochter? Ja, ich komme gleich. Da gehe ich mit. Guten Morgen, Saskia. Na, was gibt's denn, mein Kind? Mutter braucht ein Kochrezept. Wozu? Mit was gibt's Knödel, dabei bleibt's. Sage das. Ja, Vater. Wiedersehen, Antje. Wiedersehen. Sag mal, Klaas, was ist eigentlich los? Zuerst diese Rücktrittserklärung und dann die Saskia, völlig verstört. Kein Wunder, dass sie verstört ist. Wieso? Steve, geh raus. Ja, Antje. Am besten, du erfährst die Wahrheit. Hendrik, das
du allein bist. Ach, Ole, ich kann dir nicht in die Augen schauen. Ich weiß, Saskia hat mir alles erzählt. Ich war betrunken. Saskia kann nichts dafür, sie ist vollkommen unschuldig. Wem sagst du das? Hör mal zu. Ach, Ole, mach mit mir, was du willst, aber sag Antje nicht, was passiert ist. Natürlich sage ich ihr nichts. Das heißt, die Wahrheit muss sie wohl erfahren. Dann ist es aus mit meiner Ehe. Im Gegenteil, lass mich doch mal ausreden. Ole, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß, du brauchst keine Angst zu haben. Könntest du nicht meiner Frau sagen, dass Saskia heute Nacht bei dir war? Kann ich. Ist es viel verlangt? Nein, gar nicht. Es ist die Wahrheit. Ach, Ole, es wäre mir viel lieber, du würdest mir eine herunterhauen. Stattdessen muss ich dich auch noch bitten zu lügen. Es ist keine Lüge. Saskia war die ganze Nacht bei mir. Ich schwöre es dir. Also, Ole, wenn du das der Antje mit dieser Überzeugung sagst, dann wird sie dir vielleicht glauben. Guten Morgen, Antje. Hallo? Ist irgendwas passiert? Kannst du uns einen Moment allein lassen, Ole? Nein, zuerst muss ich ein Irrtum aufklären. Schau mal, Antje, der arme Hendrik braucht nicht zu leugnen, dass er in der Mühle geschlafen hat. Ich war total blau. Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, wo Saskia heute Nacht war. Richtig. Und wo war sie? Woher soll ich das wissen? Ich bin mal zu Hause. Ole. Na, vielleicht kannst du ihm jetzt sagen, was er zu tun hat. Geh jetzt, Klaas. Du kommst doch mit. Ja, ich weiß nicht. Ja, wenn du mich so fragst, gern. So, Hendrik, jetzt werde ich dir mal etwas sagen. Als Don Fernando hier war, hat er mich gebeten, mit ihm zu gehen. Damals wollte ich nicht. Wenn er jetzt wiederkommt, werde ich nicht mehr so dumm sein. Darauf kannst du dich verlassen. Baderei? Ich weiß nicht. Alle Frauen regen sich schon auf darüber. Ja, weil sie selber gerne baden möchten. Ja. Herr Brück heißt euch willkommen. Danke, danke, lieber Bürgermeister. Ich freue mich schon sehr auf die Enthüllung. Es ist doch inzwischen soweit. Ja, inzwischen ist es soweit. Bombolo, die Truhe. Ich möchte mich, wenn ihr erlaubt, bei eurer Frau erkenntlich zeigen für die erwiesene Gastfreundschaft. Frauen haben doch nun einmal eine geheime Sehnsucht nach hübschen Dingen. Orchideen, Badewannen. Ja, zum Beispiel. Wo ist sie denn? Drinnen. Geht nur hinein. Sie wird es kaum erwarten können, euer Geschenk in Empfang zu nehmen. Hallo? Schönste Frau, Antje. Gedacht, die Flakons. Oh, pardon. Gnädigste Eile zum Baden. Ja. Welche Veränderungen im züchtigen Terbrücken. Bravo. Da wird euch vielleicht auch diese Kleinigkeit eine Freude machen. Der letzte Schrei aus Paris. Das ist ja ein Traum. Antje, wie habe ich mich nach diesem Tag gesehnt? Habt ihr überlegt? Ja, ich komme mit euch. Antje, ich gebe heute Abend wieder ein Fest. Wir werden zusammen tanzen. Und dann in dem Trubel, der Wagen wird am Teich warten. Auf uns. Sollen wir vielleicht inzwischen mit der Zeremonie beginnen? Bitte lasst euch nicht abhalten. Jan, die Steen soll das auch einpacken. Ich möchte mich erst noch ein wenig erfrischen. Bis nachher. Welche Veränderung. Vor 8 Tagen noch Frühling und jetzt schon Sommer. Ja, so ändern sich die Zeiten. Nur was hast du denn? Naja, jetzt weißt du es endlich.
Ich bin platt. Wieso du? Seit 2 Jahren trage ich diese Ringe mit mir herum, Stin, weil ich Angst hatte, das könnte alles echt sein. Was? Ich hasse nichts mehr als eine Frau, an die man nicht rankommt. Oh. Antje, ich muss dir endlich die Wahrheit sagen. Liebe Festgemeinde, wir sind heute erneut hier versammelt, um die Enthüllung dieser Brunnenfigur nunmehr endgültig vorzunehmen. Ist das wirklich wahr? Ja, Antje. Ach, Saskia, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ich hätte beinahe eine furchtbare Dummheit gemacht. Ich danke dir. Ja, und das schöne Bart interessiert mich nicht mehr. Und so sind wir denn, liebe Festgemeinde, mit Recht gespannt, welches Bild sich uns nun bieten wird, wenn endlich die Hülle fällt. Danke. Was soll ich damit? Einfach ziehen. Kräftiger ziehen, euer Gnaden. Hendrik, willst du ihm nicht helfen? Da kommt das Modell von Uhle. Der Spiegel der Natur. Und nachdem wir, wie eine wundersame Fügung, das Modell im schlichten Arbeitskleid gesehen haben, wird wohl niemand mehr an seinem unverhüllten Konterfei Anstoß nehmen. Was bringst du da? Ich denke dich. Warte! Einen Augenblick, Antje. Du hast ja wohl nichts dagegen, Klaas, wenn ich dem Meister sein Modell in die Arme lege. Warum sollte ich denn? Weil es deine Tochter ist. Die Saskia! Hier, Uhle, nimm dein Glück und halte es fest. Du wirst wohl einsehen, Klaas, dass du jetzt nicht länger Gemeinderat bleiben kannst. Damit wäre das Kunstproblem in Terbrück gelöst. Und wir wollen nun die Künstler ehren. Hier, den Schöpfer der Figur. Hier, den Schöpfer des bezaubernden Modells. Damit aber bei dem streng moralischen Gemeinderat von Terbrück kein bitterer Nachgeschmack zurückbleibt, wird der Müller Klaas seine Einwilligung geben, dass Uhle sein Modell zum Altar führt. Auf dass ihre lieblichen Formen noch in so mancher Plastik festgehalten werden können, ohne dabei das Gesetz zu verletzen. Gebt euch die Hand. Es liebe das Baupaar! Ich danke dir, lieber Schwiegervater, für alles, was du heute für mich getan hast. Ich glaube, jetzt dürfen wir den Statthalter nicht länger warten lassen. Und so möchte ich die wohlgelungene Enthüllung mit einem festlichen Abend beschließen, zu dem ich euch alle herzlich einlade. Glaubt ihr, dass das Wetter hält? Ja, heute Mittag sah es noch nach Gewitter aus, aber jetzt habe ich eigentlich keine Sorge mehr. Was glaubst du, Antje? Das hält. Ihr müsst es wissen, ihr kennt die Gegend ja am besten. Dann stünde also dem Fest nichts mehr im Wege. Nein, nur erlaubt mir, dass diesmal wir es geben, denn der heutige Tag ist ein Festtag für uns beide. Anscheinend für ganz Terbrück. Ich freue mich, dass hier alles wieder so harmonisch zusammengefunden hat. Euer Gnaden werden doch hoffentlich bleiben. Ja, wie gern möchte ich das. Leider erfahre ich soeben, zu meiner Überraschung, dass dringende Geschäfte meine Anwesenheit in Amsterdam erforderlich machen. Ja, ja, wer viel rumkommt, wird viel überrascht. Eben. Ja, so bleibt mir nur noch übrig, euch zu bitten. Haltet mich in guter Erinnerung. Das wollen wir, euer Gnaden.
wie auch ich der Brücke immer ein freundliches Andenken bewahren werde. Und so zog sich Don Fernando als vollendeter Kavalier aus der Affäre. Und von dann. Und mit ihm die Badewanne, duftender Quell der Heiterkeit wie der Sorge. Tumba, 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 tumba.